Marc Isin, 2015-16 ist für euch eine Comeback-Saison nach dem schlimmen Sturz und dieser Verletzung. Zuerst mal, wie geht es euch? Geht mir sehr gut. Ich habe wirklich Holz anlängen. Ich bin glimpflich davon gekommen, mega Glück gehabt nach dem Sturz. Mittlerweile habe ich sehr gut erholt. Ich bin ein bisschen verkältet zwar, aber sonst geht es mir sehr gut. Also vom Kopf her merke ich gar nichts mehr. Ich war jetzt auch mit der Teamkollegin in Südamerika gewesen. Das hat eigentlich super funktioniert und darum bin ich sehr zuversichtlich. Ihr wäret dort in dem Moment, wo der Unfall passiert ist, eigentlich in einer Top-Form gewesen, habt euch gut gefühlt. Dann kommt der Zwischenfall, dann habt ihr die Saison müssen abbrechen. Wie hart war das denn für euch? Ja, es war wirklich sehr hart gewesen, weil ich habe einfach gemerkt, dass wirklich so der letzte Knick nach oben kommt. In Wengen eigentlich ein gutes Resultat gemacht mit dieser hohen Nummer. Und habe mich mega bereit gefühlt für Kitzbühel, auch riesig gefreut. Und dann wäre die WM noch vor der Tür gestanden und da bin ich schon ein bisschen heftig daraus rausgerissen worden. Das war nicht ganz einfach gewesen, zum akzeptieren. Und ich habe dann auch ein bisschen Disput mit den Ärzten, weil ich einfach unbedingt wieder so schnell wie möglich wieder auf die Ski. Aber es sind doch eine Verletzung gewesen, wo gar nicht gespassen ist. Und darum musste ich das also beenden. Und jetzt eben das Comeback, wie geht ihr da her? Müsst ihr euch fast ein bisschen bremsen, dass ihr nicht übermotiviert seid, dass ihr drin geht? Oder könnt ihr mit dem gut umgehen? Nein, ich glaube, ich kann mit dem gut umgehen. Ich habe eben nach dem Materialwechsel letztes Jahr wieder ein sehr gutes Gefühl auf der Ski. Technisch stimmt es wieder viel besser. Ich habe den Speed wieder zurück, den ich ein bisschen vermisst habe, die vorderen zwei Jahre. Und darum gilt es eigentlich wieder ähnlich reinzugehen wie letzte Saison. Und ich hoffe, dass ich gerade dort anhänge, wo ich eben aufgehört habe im Januar, dass ich den Killerinstinkt schnell wieder finde, auch bei den ersten Rennen schon. Und dann hoffe ich, gibt es eine super Saison. Und eben, wenn man zum Fototermin anrückt mit Swiss Ski, heisst das immer ein Zeichen, dass es gleich mal losgeht. Ist das Kribbeln da, dass endlich wieder Wettkämpfe kommen und eben nicht nur, in Anführungszeichen, nur Training? Ja, bei uns geht es schon noch ein Moment. Also wir haben erst Ende November die erste Rennen in Nordamerika und jetzt haben wir angefangen, den Kurs in Südamerika. Also es gibt schon noch etwas zu in der Vorbereitung und da freuen wir jetzt auch noch drauf. Aber nachher das Kribbeln ist sicher schon da, man freut sich auf die neue Saison. Aber es ist noch nicht gerade um eine Ecke, also es geht noch ein Moment. Prima, dann warten wir darauf, dass das Kribbeln kommt und auf die ersten guten Resultate. Merci vielmals, Marc Isin. Danke, merci.